Schätzchen, guck mal, was ich da habe. Was hast du denn da gekauft? Ja. Ein Zelt? Nein. Für einen Overnighter? Nein, nein. Unser neuer Tisch ist das. Unser neuer Tisch. Servus. Hi, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike. Ja, wir befinden uns immer noch in Rossbott. Genau. Schon seit einer Woche. Ja, und wir haben euch letzte Woche Freitag ja unser neues Kanu Natzek vorgestellt und vorgeführt. Ja. Ja, und heute wollen wir euch unser neues kleines süßes Tischchen zeigen, genau, und vorstellen. Ja. Weil wir hatten ja gesagt, wir hatten ein kleines Gewichtsproblem. Ja. Entweder Fahrrad oder Kajak. Und da haben wir uns auch entschieden, wir haben einen ziemlich schweren Tisch, der 12 Kilo wiegt. Ne? Ja. Der war zwar groß. Der war wunderschön, der war sehr groß und verdammt schwer. Ja, genau. Ja. Und da haben wir uns entschlossen, hier uns einen anderen Tisch zu kaufen. Ja. Ja, heute wollen wir euch dann diesen Tisch mal vorstellen. Der ist von der Firma Quip und das Modell ist der Variety M. Ne? Ja. Und er besteht aus zwei Teilen. Ja, also wir hatten dann, nachdem wir uns von dem Großen verabschiedet haben, hatten wir so als Notlösung so ein kleines Campingtischchen von zu Hause mit. Und das hat sich überhaupt nicht bewährt. Nee, der war kippelig und hat sich eigentlich auch aufgelöst. Es war ja auch mal Regen angesagt. Und dann hat mein Schatz heute Morgen für diese schöne Überraschung gesorgt. Obwohl ein kleines Zelt wäre auch schön gewesen. Ja, klar. Ja. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an und packen aus. Genau. Ja. Was zu sagen wäre, der Tisch wird hier geliefert in der wunderschönen Tragetasche hier. Ja. Und gibt es also kein Problem, den Tisch hier zu verstauen. Nee. Das ist eine praktische Sache und niemand vermutet eigentlich hier drin jetzt ein Tischchen, oder? Genau. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, es wäre ein kleines Zelt, Schatz. Ist es nicht. Das hätte auch wunderbar ins Natzek gepasst. Ja, hätte es auch. So, dann fangen wir hier mal mit dem mit der Unterkonstruktion an, mit dem Untertisch. Ja? So, fangen wir, guck mal. Dafür bin ich zuständig, ja. Ich sag das. Klar. So, das ist eigentlich ein ganz leichtes Teil, der wird nur aufgeklappt, zack, schon fertig. Man muss jetzt die eine Seite noch die Füße rausfahren, die ja verstellbar sind. Das Ganze kippen, spannen und schon fertig. Und schon? Sehr stabil. Steht da. Ganz leicht und wirklich unglaublich stabil. Ich wundere mich jetzt gerade, auch ohne Tischplatte steht der bombenfest, ne? Ist er wirklich stabil, er steht Bombe. Ja, okay. Okay, dann kommen wir zur Tischplatte. Die Tischplatte besteht auch aus 9 Aluminiumteilen. Da habe ich noch was entdeckt, Schatz. Was ist denn da noch? Oh, noch ein Netz. Oh, das müssen wir vermutlich vorher montieren. Aber ich entdecke da gerade schon was. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dann kannst du mal loslegen, ja. Guck mal da. Ah, das sind die Ösen dafür da, genau. So. So. Also mit einfachsten Mitteln haben wir hier noch wirklich eine Ablage geschaffen. Ne? Eine schöne kleine Ablage. Kann man mal kurz zeigen. Ne? Ja. Super. Also das ist ja genial. Ne? Da muss man, doch, wirklich. Da schöne, muss man mal drauf kommen. Da hat sich wirklich Ideen jemand Gedanken gemacht. Ja. So, okay. Jetzt sieht man ja hier an dem Tisch diese zwei Stäbe vorne und hinten. Und da sehen wir gleich den Grund, nämlich wie gesagt, die Tischplatte ist eine faltbare Tischplatte, die aus 9 Aluteilen besteht. Auf der einen Seite haben wir hier Kunststoffösen montiert und auf der letzten Lamelle haben wir hier Klipse, Kunststoffklipse montiert.
Die Kunststoffösen müssen jetzt in diese Bolzen hier eingeführt werden. Ja. Und die Klipse werden auf der Rückseite dann hier einfach nur drauf gedrückt. So, das versuchen wir jetzt mal zu machen. Darf ich zuerst? Ja, ist klar. Mach du. Hast du? Passt, sitzt und hat Luft. Okay, bei mir auch. So, ja. Ziehen wir das Ganze noch ein bisschen glatt hier. Und da wird es hinten eingeklippt und schon ist das fertig. Und schon ist er fertig. Und kann man gerade zeigen. Hier. Ja, wunderbar. Die Lamellen sind so gearbeitet, dass sie hier sehr geringe Fuge, ein geringes Fugenmaß haben. Ja. Und da ist eigentlich kein Problem, hier auch Gläser draufzustellen, ohne dass sie kippen oder wackeln. Ne? Genau. Das ist eigentlich eine Fläche hier. Genau, also das ist sehr toll gelöst. Ja. So, Schatz, jetzt lass mich mal noch einmal probieren, dass ich da... Ja, ja, also super. Der ist unglaublich stabil. Genau. Kommen wir nun zu den technischen Details von dem Tisch. Der Tisch hat eine Tragkraft von 30 Kilogramm, hat ein Eigengewicht von 4,1 Kilogramm. Die Tischplatte hat eine Größe von 89 cm lang und eine Breite von 53 cm. Die Tischbeine sind individuell verstellbar von 45 cm bis 69 cm Höhe. Und das geht sehr einfach hier, das ist einfach nur so ein Clip, der den Fuß hier spannt. Ja, ja, hier haben wir jetzt natürlich Glück. Hier stehen wir eigentlich auf einem sehr ebenen Untergrund. Gell, genau. Schatz? Aber es kommt natürlich auch sehr oft vor, dass es halt eben nicht so ist, wie man sich das gerade so wünscht. Und da ist es sehr, sehr praktisch, wenn man diese Tischbeine halt eben einzeln verstellen kann. Ne? Ja. Vom Material her und von der Verarbeitung her macht der Tisch einen sehr wertigen Eindruck. Ja. Und nicht nur ein Eindruck, er ist auch wirklich toll verarbeitet. Da passt wirklich alles hier. Ne? Ja, und mir gefällt ja auch dieses Alu-Design. Also ich finde, das kommt unheimlich gut. Ja. Jetzt scheint auch noch so schön die Sonne drauf. Gerade eben. Oh, da putzt jemand seine Schuhe. Oh ja, der da klopft aber mal. Der ist mal gut kräftig. Erzogen, ja. Du machst das ja auch immer bei uns. Stuben und Revierreinigen, ne? Ja. Das kennen wir noch aus alten Zeiten. Eben hat sogar ein bisschen geregnet hier, gell, Schatz? Ja. Aber das macht uns gar nichts. Nee. Wir können auch im Regen tanzen. Genau so ist es. Ja, aber ich bin begeistert. Ganz ehrlich, der Tisch ist super. Super schön, ja. Ja, und wie gesagt, vielleicht hast du ja Glück, da hast du dich jetzt ja wirklich so bemüht, so ein schönes Tischchen für uns zu bekommen. Ja. Und vielleicht ist es ja auch sogar ein Tischlein deck dich, Schatz. Wer weiß, ne? Da schauen wir mal, da ja. Lassen wir uns mal überraschen, ja? Okay. Okay. So, jetzt probieren wir mal den Zaubertisch hier aus, Schatz, ne? Ja, jetzt gucken wir mal, was dieses Tischchen da noch so alles kann. Genau, was nicht in der Betriebsanleitung steht, ne? Ja. Also. Was nur in einer Hexenküche passieren kann. Genau so, ja. Nur dort. Okay. Dann Tischlein deck dich. Oh. Ja, es hat funktioniert. Was meine Hexenküche doch nicht so alles kann, gell? Du bist einfach gut, Schatz. Die geniale Hexe. Das weiß ich, danke. Okay, da würde ich sagen, lassen wir es uns mal gut schmecken, ja? Würde ich auch sagen. Okay. Bevor wir heute die große Kajaktour machen, die wir vielleicht vorhaben, gell, Schatz? Ja. Machen wir hier einen kleinen Rundweg durch Rossbord. Da soll es einen schönen Rundweg geben, den werden wir jetzt mal erforschen, ne? Ja, also der Fokus liegt bei uns an diesem langen Wochenende halt eben auf dem Kajakfahren. Ja, genau. Da wir ja Premiere hatten, aber so ganz ohne Wanderung geht es bei uns nie. Nee. Es ist ganz früh am Morgen, aber es ist schon richtig heiß. Aber zu heiß, zu hoch, zu weit, zu steil. Gibt's zu nass. Zu nass. Gibt's bei uns nicht. Nee. Geht nicht. Gibt's nicht. Genau. Also packen wir's. Deswegen jetzt let's go. Let's go. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my for sure. I'm
gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Ach, Schatz, hast du schon noch mal Steine im Schuh? Nein, das ist der Strumpf. Der Strumpf, der macht nie so... Wie du möchtest. Nein, der macht nicht, was ich möchte. Anders als du. Du, ich bin manchmal auch ein Strumpf. Bei dem Strumpf habe ich keine Chance. Okay, let's go. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. So, Schatz, und hier haben wir tatsächlich einen Brunnen vor dem Tore. Ja. Ja. Das ist aber mal ein schöner Naturteich hier, hä? Ja, der gefällt mir auch sehr gut. So. Wir hatten doch im Gartenteich auch mal diese, wie heißt denn das? Gänsetrick. Ja, also die vermehren sich unglaublich. Wenn man, die ja. mal, wenn man die mal im Teich hat, hat man verloren. Ich denke mal, dass es so heißt, ne? Ja. Ja, aber wunderschön und wunderidyllisch. Ja. Ja, wunderschön ist es. Wundertoll, ne? Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. So, Schatz, siehst du? Gestern zwei in einem Boot, heute zwei auf einer Bank. So ist es, ne? Ja. Ein schönes, schattiges Plätzchen hier. Ja, aber ich muss sagen, hier sind so viele schöne Action. Gell. Für den, der sie sieht. Für den, der sie sieht, vor ja. allen Dingen, ne? Das ist es. Und wir können uns nie von solchen romantischen Action eigentlich losreißen. Deshalb kommt man nicht so richtig voran heute Morgen. Aber das macht ja auch nichts, gell, Schatz? Nee, nee. Ja. Hauptsache, wir haben was Schönes gesehen hier. Ja, ne? Wir genießen das einfach. Und da hinten ist noch so ein schöner Weiher. Da gehen wir jetzt auch mal gleich hin. Den gucken wir uns auch noch an. Und hier steht noch irgendeine Berühmtheit auf dem Sockel. Da ja. müssen wir auch mal schauen, wer das war, ne? Wer hat dich denn da drauf gestellt? Ach, ja. Ne? Ja, da gucken wir nee. Mal, was da drauf steht. Meilen, Mike. Nee, lass mal gut. Ja. Sind alle, die auf dem Sockel stehen, die sind schon lange tot. Ne? Ja, das wollen wir jetzt ja nicht. Nee. Gut. Okay. Schätzchen, das ist er. Es steht allerdings kein Name dabei, ne? Nee, es steht kein Name dabei, aber es sind mit Sicherheit zwei kluge Köpfchen. Garantiert. Ja. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car, nothing can break me, no. Ach, guck mal, da rauscht das Bächlein wieder. Ja, weißt du, dir fällt alles ein. Damit du hier im Schatten bleiben kannst, habe ich das Gefühl, oder? Ja, klar. Ne? Ja. Heute wird es noch mal extrem warm. Es wird extrem warm, aber das macht nichts. Wir nee. Nehmen es, wie es kommt. Alles ist schön. Ja, bei ja. uns ist das Glas immer halb voll. Gell, Schatz? Richtig. Ja. Okay, gehen wir weiter. Schatz, ich glaube, hier ist ein Wasserfall. Wenn es nicht mehr rauscht, ist es Wasserall.
Ja, guck mal, noch eine schöne Brücke. Richtig Natur, eine Naturbrücke, super schön. Ja, und hier haben wir, Schatz, guck mal, hier haben wir einen Holunder. Ja, und Holunder, da gibt es ja zwei Sorten, da gibt es den giftigen und den guten. Und der Mike isst besonders gerne, wir sagen so, das sind sowieso Pfannenküchle, ne? Das sind Küchle. Und in diesen Teig werden dann diese Dolden von dem Holunder eingetaucht und das schmeckt super lecker. Ja, das passiert alles so in meiner Hexenküche. Ja. Außer Pilze. Pilze, die verwerte ich natürlich nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Die Pilze gab es bei uns sehr oft, als mein Papi noch gelebt hat. Ja, aber heute traue ich mich das nicht mehr, da habe ich zu viel Angst. Außer, vielleicht verwerte ich sie doch, falls der Mike sich mal in Steffis Hütte verirrt. Ja. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. So Schatz, und da haben wir sie doch wieder, unsere geliebten schmalen Pfade, ja! Ja! Sozusagen ein Pfadetrail. Ja. Ein Pfadetrail. Oh. Oh. Da haben wir was entdeckt. Also hier kann man nicht achtlos vorübergehen. Hier tut sich eine unheimliche Öffnung im Felsen auf. Ja. Schatz. Ja. Die müssen wir untersuchen. Ja. Ja, Schatz, ich muss ja sagen, normalerweise bin ich ja ziemlich abenteuerlustig, aber da ist jetzt ein Riesenstein runtergefallen und nicht nur einen. Und ich glaube, das gebe ich mir nicht. Ich möchte nämlich heute noch gerne Kajak fahren. Ja. Raus mit dir. Gut. Ja, hier steht sogar Stopp, Lebensgefahr. Das Schild steht aber hier sehr ungünstig. Das haben wir jetzt erst beim Rausgehen gesehen. Also das müsste eigentlich schon ein bisschen gelb und in Warnfarbe sein. Von beidem hat das jetzt wirklich ausgesehen wie ein Eingang, aber oh nee, das ist nur so eine. Weißt du, was es ist, Schatz? Das könnte ein Bau sein, irgendwas. Nein. Ne? Weißt du, was es ist? Nee. Eine Mogelpackung. Eine Mogelpackung, ja. Ja. Leider, Fehlalarm. Nothing can break me. We left a room of fight once again, though. Yeah, we said some things we didn't mean, hun. I always start the fight and you put the fight out. Ja, Schatz, jetzt sind wir hier aus dem Wald raus und haben hier eine tolle Übersicht nochmal, ne? Ein Rundumblick. Fantastisch. Ja. Na? Ja, also, was soll man sagen bis jetzt zu dem Weg?
Ja, der Weg war schön, der Weg war schattig, ja. Schmale Pfade, ja. Wilde Höhlen, alles da. Oh, ein Zitronenfalter. Der auch noch. Da denke ich gerade, wir haben ja im Wummi noch eine Menge Zitronenkuchen. Oh ja, aber ja. Jetzt erzähl nichts vom Zitronenkuchen, wir haben erst noch nicht mal die Hälfte hier. Das macht nichts. Nee. Das ist ja schön. Es ist wunderbar, ne? Und dieser Duft, dieser frische Rasenduft in dieser warmen Luft. Fantastisch. Bist du jetzt unter die Dichter und Denker gegangen, Schatzi? Nee, unter die Romantiker. Ach, das warst du ja schon immer. Ja. Ach, und die Haselnussblätter. Ja, aber streichen im Wind. Das letzte Stück, das wir da gerade gegangen sind, das war wirklich rechts und links. Das war ein richtiger Brennnesselweg. Ja, das war einer, ne? Aber für mich noch mal was für meine Hexenküche, denn da kann man einen wunderschönen Brennnesseltee machen. Genau. Ja. Und ich habe auch gesehen, da kann man auch die Brennnessel rösten. Brennnesselchips kann man auch machen. Brennnesselchips, ne? Kann man auch machen, ja. Man das werden wir demnächst mal probieren. Das werden wir probieren, ja. Aber zuerst machen wir mal unsere Kartoffelzwiebelpfanne demnächst. Ja. Für den lieben Frank. Genau, da lassen wir uns mal was Besonderes einfallen, ne? Ja, da lassen wir uns mal was einfallen. Obwohl mit Kartoffeln machen wir auch sehr, sehr viel. Ja. Und Zwiebeln sind auch bei uns an der Tagesordnung, gell, Schatz? Genau. Ja. Okay. Okay, dann gehen wir ein Stückchen weiter, frisch gestärkt, wenn du mir noch was zu trinken gibst. Ja, mach ich. Eigentlich habe ich ein bisschen Muskelkater vom Kajakfahren. Das mache ich hier nicht einen sterbenden Schwan. Eine Runde Mitleid bitte. Ja. Für den Mike. Genau. Du weißt doch, wenn man abends zu viel Bier getrunken hat und dann hat so richtig schönen Kater, dann machst du am besten am nächsten Morgen gleich damit weiter. Okay, dann machen wir. Dann ist alles gut. Machen wir nach dem Wandern noch eine Kajakrunde. Also nochmal, was sagt uns das? Direkt ins Kajak. Genau. Was uns nicht tötet, macht uns nur noch härter. Ja. Yeah. I always say too much and I get jealous. I never hear you out and that is selfish. I always start the fight. Und guck mal, ich bin nicht alleine. Da ist noch eine süße Motte. Da ist noch eine süße Motte dabei. Man, da sind ja zwei süße Motten dann. Kennt ihr schon die Geschichte mit Mike und seiner Motte? Eine Kesselmotte. Eine Kurzfassung? Ja, von der Motte? Eine Kurzfassung von der Motte. Ja. Ja, mein Schatz war nicht zu Hause. Nee. Und da habe ich gedacht, gehst mal runter in sein Fotostudio und da machst du mal sauber. Ja, und dann dachte ich, was hat er denn da unten? Da war so ein Glaswürfel, den kann man beleuchten. Und da lagen dann lauter tote Mücken rum. Insekten halt, ne? Insekten und auch eine Motte. Ja. Habe ich gedacht, das gibt's doch wohl nicht. Habe ich die Teile genommen, in den Müll gekippt. So, dann kam er nach Hause. Ich war ganz stolz und habe gesagt, Schatz, komm mal mit runter. Ich habe dir unten alles super schön aufgeräumt. Ja, und da ging's los. Ja, meine Lieblingsmotte hat die einfach weggeschmissen, ne? Wo ist meine Motte? Ja. Was für eine Motte? Das war meine Lieblingsmotte. Genau. Wo ist die hin? Ja. Ja, die hatte ich ja gebraucht für Makroaufnahmen, ne? Und man findet hier und da immer mal ein totes Tier und das kann man dann sehr gut benutzen für Makroaufnahmen zu machen. Aber das konnte ich jetzt leider nicht mehr mit dieser schönen Motte. Ja, und da habe ich, ohne dass ich es gewusst habe, habe ich sein liebstes Fotomodell weggeschmissen. Ja. Und da hat er mir so leid getan und da bin ich dann in die Mülltonne, die haben wir gegenüber im Haus stehen. Und habe ich da drin rumgewühlt, da wollte ich die Motte, sie war ja im Müllbeutel, wollte ich sie wieder rausholen. In dem Moment kommt ein Nachbar von uns. Ja? Heidi, was machst du denn da? Ich muss lachen, das war so peinlich. Habe ich geguckt, habe ich erst nichts gesagt, ganz beschämt. Ach, sagt er. Meine Frau hat heute so viel gekocht. Wenn du möchtest, kannst du ruhig heute Abend mit Mike zu uns essen kommen. Dachte er, ich wühle da nach Essen rum oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat es mir keine Ruhe gelassen. Habe ich ihn abends angerufen, habe ich gesagt, du hör mal, ich habe eine tote Motte weggeschmissen und eigentlich wollte ich sie ja nur wieder rausholen. Ja. Ja, da habe ich das Ganze eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Genau.
Tage später hat sich dann aufgeklärt, da lachen wir heute noch drum. Aber da kam er dann und da hat er eine Motte für dich dabei gehabt, gell, Schatz? Ja. Ja, schöne Geste, so erregt man Mitleid. Ja, das war die Geschichte von Mikes Motte. MM. Gut. Wir befinden uns jetzt in Gersterklaus. Ja, und wie ihr seht, im Hintergrund befindet sich die schöne Kapelle von Gersterklaus. Und sie ist der älteste Wallfahrtsort des Landes. Und wie man sieht, ist das Gebäude von der Romantik geprägt. Kräftige romanische Gurtbogen im Wechsel aus braunroten Sandsteinquadern ruhen auf mächtigen Pfeilern. Ja. Ja. Also wunderschön. Und dann im Vordergrund noch wirklich dieser schöne alte Friedhof, gell? Ja. Das sind teilweise noch Gräber aus 1845. Ne? Ja. Auch alles sehr gepflegt. Ein schöner Ort zum Nachdenken, ne? Ja, wirklich ein schöner Ort. So, jetzt haben wir uns ein kleines bisschen verfranst, gell, Schatz? Ja, wir haben hier leider kein Internet. Wir haben kein Internet. Ich probiere die ganze Zeit schon. Es geht immer noch nicht. Ich gehe jetzt noch mal ein Stück zurück und dann lade ich mir die Karte runter. Ja, so. Jetzt müssen wir noch mal ein Stück zurück, ja. Dass wir einen Empfang bekommen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, genau. Gell? Ja. I'm sorry for the way we left things. I know you're hurting. I didn't mean to start a war. I'm still learning how to talk about my feelings. You know it gets hard sometimes. Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. So, meine Frau hat entschieden. Das letzte Drittel wäre jetzt nochmal derselbe Weg gewesen, den wir schon gegangen sind, die Sage von der weißen Frau. Und deswegen hat meine Frau jetzt einen anderen Weg ausgesucht, gell? Ja, das tue ich mir heute nicht an. Nee, den kennen wir ja auch schon. Ja, also Spaß beiseite. Wir sind ja vor ein paar Wochen diesen Weg schon mal gegangen und es macht eigentlich für uns keinen Sinn. Er ist noch so gut in Erinnerung und da habe ich was Neues entdeckt. Habe ich was Neues rausgesucht heute Morgen. Und zwar, ich mache das ja nicht mit der App und so. Ich lese mich hier ein und präge mir das auch ein. Und da kann auch nichts abstürzen. Nee. Also mal noch nicht. Okay. Höchstens kann das Schild abfallen. Ne? Ja. Und da schauen wir mal, ob du dich auf mich verlassen kannst oder ob du verlassen bist. Gut, das werden wir jetzt feststellen. Ja. Ne? Schauen wir. Let's go. Let's go, ja. Ja, Schatz, das war aber doch noch ein Stück steil jetzt dazwischen, ne? Ja, jetzt bist du steil gegangen, aber nur steil gegangen. Ja, aber, ja, wir leben noch, ja. wir leben noch. Gott sei Dank. Ja. Gut, jetzt haben wir es ja nicht mehr weit, ne? Nee, jetzt haben wir es nicht mehr weit, aber das macht auch nichts. Nee, die Tour geht jetzt zu Ende, also der Weg hat gepasst, ne, wo meine Frau hier noch rausgesucht hat. Und jetzt haben wir vielleicht noch 1,5 Kilometer, 2 bis ins Städtchen, bis an den Campingplatz. Und dann wird erstmal kräftig gegessen, ja? Ja, und wenn wir am Campingplatz ankommen, dann, also bis jetzt haben wir 13,7 Kilometer am Campingplatz. Vielleicht noch 2 dabei, denke ich. Ja, vielleicht mal, ne? Knapp 15 Kilometer haben wir gemacht. Aber für uns war das heute viel. Denn wir haben ja schon seit Mittwochabend eigentlich ein ausgefülltes Programm jeden Tag. So sehe ich das auch. Und außerdem war heute noch mal gut warm. Ne? Und 15 Kilometer für einen ist ein Duplo, für den anderen ist es die längste Praline der Welt. Für uns ist es heute mal die längste Praline der Welt. Gell, genau. Okay, in diesem Sinne. Auf zum Campingplatz. Ja, dann essen wir eine Kleinigkeit und dann geht es für uns schon wieder weiter. Ja, da machen wir noch eine kleine Runde Kajak. Ne? Da machen wir noch eine Kajaktour, da freue ich mich drauf. Okay. Okay, dann let's go. Let's go. So, so wie wir es jetzt vorhatten auch heute, machen wir jetzt noch eine Kajaktour. Ja. Ja, und ich werde jetzt heute mal vorne sitzen. Ich mache den Heckantrieb. Ja, normalerweise, ich habe lieber hinten gesessen, denn dann hat mein Schatz nie so gesehen, wenn ich
nicht mitgepaddelt habe. Da konnte ich mich als mal schön ausruhen. Gut, und ja, jetzt müssen wir es auf die Socken machen, sonst fängt es an zu regnen. Ja, es sieht nicht so gut aus heute Nachmittag. Ziemlich dunkel. Ja. Okay, dann packen wir es. Jo. So. Ja, Schatz. Nachdem wir jetzt über eine Woche an der Sauer waren in Rossport, ja, also einen Tag, da mussten wir mal nach Hause, haben wir eben innerhalb von 10 Minuten entschlossen das Auto gepackt, ja, und haben halt eben beschlossen, wir fahren noch die restlichen 2 Tage an die Mosel, anderthalb. Genau. Wir haben noch eine Kanufahrt gemacht, aber es war irgendwo jetzt ausgereizt, gell, wenn ja, es war zu lange ist, ja, und dann, ja. Und ich, auf gut Deutsch, die Sauer ist sauer geworden, ne? Nee, die Sauer ist sauer geworden aus dem Grund, Liebe ist, Schatz. Ja, Liebe ist. Liebe ist, wenn ihr das Mikro in die Sauer fällt, ist er nicht sauer. Richtig. Ja, gut. Das war gut. Wir haben ja 2 Mikros. Wenn da jetzt eins auch in der Sauer liegt, ne? Wenn jetzt eins auch in der Sauer liegt, ja. Was soll's, ne? Man kann es halt eben nicht ändern. Es ist passiert. Aber es gibt Schlimmeres im Leben. Genau. Ne? Ja, aber jetzt genießen wir hier noch ein bisschen die Abendsonne. Die Abendsonne, ne? Die Abendsonne, die Mosel, den genau. Schwenkbraten, den es gleich gibt. Ja, und es ist einfach wunderschön hier. Genau. Ja. Ja, Schatz, jetzt sind wir schon über eine Woche unterwegs, ne? Ja, schon gut über eine Woche. Heute ist der 12. Tag. Genau. Wo wir da rumtingeln, wobei wir die meiste Zeit an der Sauer verbracht haben. Ja. Ja, weil das Kajakfahren ja Priorität hatte. Ja, wie gesagt, die Sache hat sich ausgereizt. Wir waren jetzt doch lange an einem Ort. Und da haben wir gedacht, packen wir unsere Sachen. Gestern im 0,nix waren wir weg, weil die Mosel hat unseren Namen gerufen. Ja. Es geht bei uns immer schnell. Das ne? geht bei uns immer von jetzt auf sofort. Genau. Und da sind wir dann gestern Abend noch in Drittenheim gelandet. Ja, ja. Das ist ja nicht so weit weg von Rossport. Und ja. Mosel ist immer ein schönes Ziel. Immer ne? schön, da haben wir auch direkt einen Platz am Wasser bekommen. Genau. Ja, da konnten wir wieder Schiffe gucken. Schiff Kino. Wobei wir die Restwoche, ja, die Anfangswoche selber gefahren sind. Ja. Ja. Das ging leider gestern Abend an der Mosel nicht mehr, weil es angefangen hat zu regnen. Sonst hätten wir das da noch ausprobiert, weil wir standen direkt am Steg. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, schauen wir, was die nächste Woche so bringt, wenn wir Zeit genug garantiert haben. Wieder interessante Dinge, ne? Ja, und die wir uns einfallen lassen. Dass wir vielleicht mal ein ganz anderes Ziel auswählen, ja, aber das wer kommt weiß, immer wer drauf weiß. An. Ja. Wie wir unter Beschuss stehen, arbeitstechnisch, genau. nächste Woche. Und ja. Okay. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt gesund. Und Servus. Eure Mailis. Ja. Always keep my guard up and I'm sorry. I built my walls so high you couldn't climb them. You're not the one to blame, I know this is all on me.